Willkommen zurück zu Deponia. Ich habe keinen Plan, wie ich weitermachen soll, weil ich hatte ja letztes Mal ausprobiert, aber ich spiele trotzdem mal weiter. Wir hatten ja die drei, oder Moment, Gizmo, Bürgermeister, Wenzel, genau. Wir hatten ja die drei da stehen und die mussten ja irgendwie weg, weil ich konnte ihr den Kaffee nicht geben. Oder zumindest der Doc muss weg. Ich hatte, glaube ich, irgendwie alles im Inventar ausprobiert, irgendwie. Und bei Wenzels Haus ging, glaube ich, nicht. Bei Toni ging, glaube ich, nicht. Tonis Hütte, da habe ich noch nicht Sachen durchprobiert. Aber da gab es auch, glaube ich, nicht mehr viel. Was könnte ich da noch rein tun? Ich könnte das Erdmagnetfeld eventuell in den Topf werfen. Ja, könnte ich tun. Ich habe ein Espresso. Na ja, gut. Gucken wir mal in der Notfallstation nach. Oder vielleicht hat Hanek ja noch eine Idee. Sollte er nicht eigentlich die Rohr... Fauler Sack. Ja, sollte er. Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Ach ja, das hat er sich ja gemerkt. Der Sprengplan. Bis bald. Tschüss, Schnutzipu. Kann ich eventuell mit dem Sprengplan einen Notfall hervorrufen? Ich wüsste jetzt nicht wie. Ich könnte das Rathaus erzittern lassen. Nein, ich kann die Teile nicht mehr wegnehmen. Das heißt, Sprengplan geht auch nicht. Ich kann die nicht bewegen. Gut, damit ist der Sprengplan erledigt. Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Gut. Mal gucken, was er zu sagen hat, aber was Neues zu sagen hat. Ich habe Hunger. Er hat Hunger. Ich habe aber nichts zu essen. Gut. Dann hätten wir noch Lonto Kneipe und die Notfallstation. Kann ich auf der Notfallstation irgendwas machen? Ich habe da noch einen Baum. Kann ich mit dem Erdmagnetfeld und Baum? Also, das Erdmagnetfeld funktioniert hier einwandfrei. Kein Grund nachzujustieren. Ich muss das Erdmagnetfeld irgendwo nachjustieren. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ich kann mir ja noch mal einen Ballon mit Lachgas füllen. Warum auch immer. Gut. Hier werde ich nicht mehr reintun müssen, weil hier habe ich ja die Handschellen rausgekriegt. Ich habe den Feuerlöscher noch, wo ich... Kann ich vielleicht einen Ballon mit dem Ich kann das Feuerlöscher? Ding nicht mehr sehen. Nein. Kann ich den Feuerlöscher Ich anbohren? kann das Ding nicht mehr. Nein, kann ich nicht. Der Wünschelrute wird nichts Ich bringen. kann das Ding. Ja, genau. Kann ich mit dem Dietrich Ich öffnen? kann das Ding nicht. Nein. Messer. Ich kann das Ding nicht. Trichter macht keinen Sinn. Na Ich gut, der kann Rest. das Ding nicht mehr sehen. Der Rest macht auch keinen Sinn. Ich habe noch ein Narkotikum. Das heißt, ich kann es noch irgendwo einsetzen. Das Erdmagnetfeld muss ich wahrscheinlich irgendwo manipulieren. Wo auch immer. Ich konnte mir kein Stück vom Baum abschlagen, ne? So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte Herztransplantation durchführen muss? Dann ist der Patient eh schon tot. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Alles schon gehabt. Ein Stromkabel im Baum. Natürlich. Oder ein Wespennest. Hier gab es dann. Gucken wir hier. Polizei. Da gibt es aber auch nichts Neues. Nein. Und Feuerwehr gibt auch nichts Neues. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ja, da habe ich aber anderes gehört von. Also es gibt hier effektiv nichts, was ich doch tun könnte, von dem ich jetzt gerade wüsste. Papagei? Kann ich den Papagei mit Lachgas?
Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Er ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Das war jetzt ein Schuss ins Blaue. Einfach nur so, oh, ich hab Ballon mit Lachgas. Ich könnte das ja mal. Das klappt wirklich. Das klappt wirklich. Aber ich weiß ja, du willst, wo ich die wahrscheinlich hinbringen muss, ne? Na gut, fragen wir mal Hanek mal. Vielleicht haben wir eine neue Sprachoption. Ich glaube einfach nicht. Hallo nochmal. Ah. Nein, bis haben wir bald. Nicht. Tschüss. Weil Tony hatte ja noch so eine Stange. Können wir da vielleicht betäubter Papagei mit Stange? Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Er ist nicht tot, er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreiseexperiment. In meinem Kühlschrank? Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Keine Toten? Tiere? Mehr? Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das. Aber woanders. Okay. In deinem Herz ist ja... Ja... Ich habe jetzt nichts, womit ich ihn wecken könnte, spontan. Sei, ich benutze den Trichter mit dem betäubten Papagei, um quasi das Megafon zu benutzen. Sein Schnabel ist zu klein für den Trichter. Schade. Man bedenke nur die Möglichkeiten. Jetzt sag mir nicht, ich muss dem Vieh den Espresso geben. Hey, du! Aufwachen! Oh! Geht doch, Schnarchschnabel. Aber ich habe den Espresso noch, weil den brauche ich ja für Goal. Das wäre es jetzt gewesen, wenn jetzt der Espresso weg gewesen wäre. Ich hätte mich zwar nicht gewundert, aber... Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Anscheinend war er nicht gut genug, weil du bist ja immer noch da. Das hätte ich immer noch nicht rausgeworfen. Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Oh. Raus! Oh. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah. Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ah! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Puh, ist die wütend. Kann ich gar nicht verstehen. Nach der Aussage getroffen. Ich habe zwar keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat, dass sie jetzt den Vogel da sitzen hat, aber gucken wir mal Erdmagnetfeld. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, arme Toni! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Er ist so ein kluges Tier. Ja... Eigentlich wollte ich das Erdmagnetfeld nur austesten, aber machen wir hier weiter. Tonis letzter Therapeut war auch so ein... Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Ah. Alles Lügen. Okay, ich kann den wieder mitnehmen. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da.
Okay. Erdmagnetfeld mit Notruf, Leute. Ich bringe den Vogel dann gleich zurück zu Hanek. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja. Also, nicht Rathaus, sondern in die Gasse. Hanek, ich habe einen Vogel für dich. Er hat seine Aufsichtspflicht sträflich vernachlässigt. Bei mir ist der Vogel besser aufgehoben. Toll. Sehr toll. Und was mache ich jetzt mit dem Vogel? Okay. Los durch Kneipe. Der arme Lonzo, dem mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Du, Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Weißt du, ist gerade schlecht. Ich komm später, okay? Ja, ich komme später. Also hier gibt's auch nichts. Notfallstation gab's. Bei Notfallstation kann ich den Vogel vielleicht auf den Baum setzen. Papagei, Baum. Nicht doch. Er könnte irgendein Unheil anrichten. Ihn einfach auszusetzen wäre also verschenktes Potenzial. Verschenktes Potenzial. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ja. Verschenktes Potenzial. Gott, kann ich hier eventuell das Erdmagnetfeld mit dem Sprengplan verwenden? Also, das Erdmagnet keinen Grund nachzujustieren. Ich muss es ja wahrscheinlich irgendwo verwenden, wo ich Unheil stiften möchte. Das wäre ja am besten im Rathaus. Und zwar, was können wir hier? Automat, Hebel, Lotti. Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie auch kein Abschiedsgeschenk. Nee. Also, das Erdmagnetfeld funktioniert hier einwandfrei. Kein Grund nachzujustieren. Vielleicht beim Bürgermeister. Also, das Erdmagnetfeld funktioniert hier einwandfrei. Kein Grund nachzujustieren. Gut, dann einmal Klingel. Und Erdmagnetfeld auf die Schublade. Also, das Erdmagnet keinen Grund nachzujustieren. Weil ich dachte, da wurde extra nachjustiert. Okay, Schublade. Hier gibt es auch nichts mehr. Im Sitzungssaal kann ich eventuell Erdmagnetfeld verwenden mit Gizmo. Mit Bürgermeister. Sollte erstmal hochkommen, ne? Oder gibt es hier noch irgendwas anderes? Karton, Knopf, nein. Bühne. Erdmagnetfeld mit Gizmo. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Ich meine, das habe ich schon mal probiert. Das Erdmagnetfeld zu manipulieren fällt garantiert unter Amtsmissbrauch. Bei mir ist es okay. Ich bekleide ja kein Amt. Ja, das habe ich schon mal probiert. So. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Hat Lotti vielleicht neue Hallo, Sprachoption? Lotti. Du schon wieder? Nein. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Gut, dann gehen wir jetzt mal vor zum Stier. Erdmagnetfeld mit Stier. Warum auch immer. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Na, machen wir mal ein Rodeo und fliegen wir eine Runde durch die Gegend. Gleich nochmal. Ja, wenn du das unbedingt möchtest, dann gehen wir halt nochmal drauf. Gleich nochmal. Nein. Reicht jetzt.
Plutonihütte. Erdmagnetfeld mit Klingel. Warum auch immer. Vielleicht hiermit. Was? Gut. Vielleicht hiermit. Was muss ich denn hier mit der Klingel machen? Handschweißgerät und Klingel. Vielleicht hiermit. Was? Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Gut. Ich mach's einfach, Papagei und Topf. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Gut, klar. Narkotikum. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Gut, dann gehen wir mal hoch. Kann man eventuell... Lass mal Toilettentür schließen. Stinkt schon. Rufus Klimmer, Erbmagnetfeld mit Fernrohr. Das wird den Ausblick auch nicht verbessern. Das wird den Aus... Hier war ja gar nichts mehr, ne? Genau, hier war ja gar nichts. Tür. Kann ich auch keinen Vogel reinlegen? Erdmagnetfeld mit Spintür. Ich brauche kein weiteres Abschiedsgeschenk. Ich habe ihr schon meine Skorpionfarm vermacht, wobei ich den Rahmen behalten habe. Ich bin dann mal weg. Wo ist sie denn, die Skorpionfarm? Papagei mit Mauseloch? Nur weil Toni mich aus dem Dachboden raushaben will, muss ich doch nicht gleich ins Mauseloch umziehen. Du nicht. Vor Tonis Tür. Klettiermesser mit Klinge. Vielleicht hiermit. Was? Mit einem Dietrich. Vielleicht hiermit. Was? Oder mit der Wünschelrute. Vielleicht. Was? Nein. Der Bohrer. Vielleicht. Was? Okay. Zum Dorfkern. Kann ich den Papagei eventuell irgendwo bei den Dreien abgeben? Schnell, probieren wir mal einen Papagei bei Lotti. Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie auch kein Abschiedsgeschenk. Ich muss einmal hochgehen. Papagei mit Gizmo. Solche Tratschtanten muss sich Gizmo schon den ganzen Tag über die Notrufsäule anhören. Tratschtanten und Petzen. Ah! Ja, dann! Dann gehen wir jetzt mal hier runter zur Notrufsäule. Und machen eine kurze Pause, weil ich habe ja eben irgendwas im Hintergrund gehört, was abgeschmiert ist. Ich gucke jetzt mal nach, was es ist. Ich hoffe, es ist nicht das Aufnahmeprogramm. Okay, dann kriegt er das nicht mehr mit. Aber schauen wir mal. Bis gleich.